Moin meine lieben Drohnenpiloten, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr auf Festland Griechenland oder jetzt wie hier auf den Inseln, wie beispielsweise Rhodos, mit eurer Drohne fliegen könnt, weil es gibt ein, zwei Sachen gegenüber anderen EU-Mitgliedsländern, die hier relativ schwierig sind, auch dieses Papierstück, was ich hier habe, wie ich das sehr einfach als auch als Hobbyflieger kostenlos bekommen kann, um eben legal hier auf den Inseln, auf dem Festland und so weiter zu fliegen. Das gucken wir uns zusammen nach dem Intro an. Zu diesem Papierstück, also der Genehmigung, die ich gerade in der Hand hatte, da kommen wir gleich nochmal zu. Die ist viel, viel einfacher einzuholen, eben auch kostenlos und so. Von daher überhaupt kein Problem. Aber ich erkläre gleich mal, was man da beachten muss, weil das sind, wie gesagt, ein paar schwierige Sachen, auch hier in Griechenland, an die man erstmal gar nicht denkt, weil man denkt, die Jungs und Mädels sind hier alle tiefenentspannt, sind sie auch grundsätzlich, aber trotzdem gibt es da ein paar Sachen, die wirklich speziell sind. Aber erstmal, was gilt denn überhaupt ganz allgemein, egal ob du mit deiner Mini, deiner Mavic oder welcher Drohne auch immer fliegst? Prinzipiell sind wir logischerweise in der EU, das heißt, die ganzen Basics gelten, die ich halt so kenne. Das heißt zum Beispiel, ich muss meine Registrierungsnummer auf der Drohne haben. Und diese Registrierungsnummer, die hole ich mir in meinem Mitgliedsland, also typischerweise Deutschland, Schweiz, Österreich, wo auch immer du gerade bist, hole ich mir die ein und muss da jetzt nicht eine eigene Registrierungsnummer für Griechenland einholen, weil die gilt ja für ganz Europa. Genauso, wenn ich mit meinem Fahrzeug nach Griechenland fahre, gilt das Kennzeichen natürlich auch hier. So kann man sich das vorstellen. Also Registrierung und so wie man es kennt, aber da reicht meine deutsche Registrierung erstmal alles vollkommen aus. Haftpflichtversicherung brauche ich eigentlich erst für größere Drohnen. Ab 2 bzw. 4 Kilo, aber so oder so, in Deutschland habe ich ja zum Beispiel immer eine Haftpflichtversicherung, habe ich der eh dabei und daher ist das eh kein Problem und muss ich nicht weiter bedenken. Dann habe ich die grundsätzlichen Begrenzungen, wie zum Beispiel 120 Meter Höhe. Ich darf nicht außerhalb der Sichtweite fliegen, das heißt, muss schauen, dass ich meine Drohne noch sicher erkennen kann. Und eben, ja, die typischen Sachen hier, je nach Drohnenmodell, zum Beispiel Mavic-Serie und so, fliegt nicht über unbeteiligten Personen. Das ist auch hier in Griechenland nicht weiter im Detail definiert. Eine kleine, aber wichtige Sache dabei ist, dass auch in den griechischen Gesetzen steht und ich habe mit der Luftfahrtbehörde in Griechenland noch mal ein bisschen hin und her geschrieben in Vorbereitung für das Video, damit wir euch das auch richtig erklären, dass auch mit der Mini, wo ich ja in Deutschland eigentlich, weil ich ja in der A1-Kategorie fliege, auch über unbeteiligten Personen fliegen dürfte, nur keine Menschenmengen. Es ist hier, so wie ich es verstanden habe, auch die Behörde, ist es in Griechenland dann eben verboten. Ich habe extra nochmal für die Mini explizit nachgefragt. Das heißt, der Flug über unbeteiligten Personen, jetzt unabhängig vom Abstand, ich darf einfach nur nicht drüber fliegen, der ist sozusagen verboten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo an den Sehenswürdigkeiten und sowas fliegst, dann so oder so einfach nicht über den Leuten heizen, sondern über Meer fliegen, über den Klippen oder wo auch immer. Und dann bekomme ich trotzdem wunderschöne Aufnahmen hin. Auch hier eben parallel ja verschiedene Aufnahmen eingeblendet, wie du eben legal sehr, sehr schön und einfach auch in Griechenland fliegen kannst. Auf diese Grundlagen der EU-Gesetzgebung würde ich gar nicht mehr drauf eingehen, weil da haben wir zig Videos gemacht, wie du mit deiner Mini Mavic Phantom oder was auch immer sicher und legal fliegen kannst. Und es gibt aber jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten, bevor ich euch mit euch zusammen die Genehmigung durchgehe, die ich hier beachten muss, wenn ich auf Griechenland bin, egal wo erstmal. Nämlich, es gibt noch ein weiteres Verbot, neben dem, dass du auch mit deiner Mini nicht über unbeteiligten Personen fliegen darfst oder allgemein mit deiner Drohne. Nicht nur auf die Mini bezogen, gibt es noch ein allgemeines Verbot, lieber Drohnenpilot, über Straßen darf nicht geflogen werden. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht Ablenkung für Verkehrsteilnehmer. Es steht aber nirgendwo ein Abstand, wie in Deutschland zu Autobahnen und Bundesstraßen, dass wir die 100 Meter oder 1:1 Regel einhalten müssen. Das steht nirgendwo, sondern steht einfach nur über Straßen. Das heißt, bitte nicht strapazieren, aber es gibt, so wie ich das hier verstanden habe und wie gesagt auch mit den Behörden gesprochen habe, erstmal keine festen Sicherheitsabstände. Das ist Ermessen des Steuerers, des Piloten. Das heißt, schau einfach, wenn du auch, sag ich mal, in der Stadt oder so unbedingt fliegen willst und fliegen musst, dass du jetzt nicht über den großen Verkehrsstraßen und sowas rumheizt und dann ist alles gut. Wenn da jetzt gar nichts los ist, wie jetzt in dem eingeblendeten Beispiel, was einfach super cool vom Bild aussieht, dann musst du es natürlich selbst entscheiden, da mitten auf dem Feldweg oder so, wo eh keine Menschen rumlaufen. Aber so auf zumindest befahrenen Straßen und so sollte ich mit meiner Drohne nicht fliegen und bekomme dann natürlich trotzdem, wie gesagt, super schöne Aufnahmen da natürlich hin. Ein weiteres spezielles Thema, was natürlich hier dann insbesondere kritisch ist, weil ich ja als Tourist mir die ganzen Akropolis-Dinger und so weiter alle angucken will, ist, dass ich über ja, Historical Sites, also historischen Anlagen und so, wo ja die ganzen Tempel und so weiter zugehören, nicht fliegen darf, sondern ich brauche da die Genehmigung
von eben, ja, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber dieser Art Behörde, die dafür zuständig ist, für die historischen Bauwerke. Die wollen natürlich auch nicht, dass da 500 Drohnen über den ganzen historischen Bauwerken fliegen, aber auch da kein Sicherheitsabstand definiert, sondern wenn ich seitlich fliege und auch nicht zu nah an die Leute und sowas ranfliege, dann hat da überhaupt keiner Stress mit und ich bekomme, wie es auch hier schön zu sehen, super coole Aufnahmen da natürlich auch hin. Aber bitte pack die Drohne nicht mitten auf der Akropolis oder sowas aus. Das wollen die Behörden nicht und da kannst du natürlich auch im Zweifelsfall auf die Nase geben. Die ganzen allgemeinen Sachen, guck mal hier, flieg nicht über militärische Anlagen und so, das ist alles gesunder Menschenverstand. Vielmehr spezielle Verbote, also Geozonen in Griechenland, gibt es meines Wissens nach nicht. Wenn du vielleicht Grieche bist und sagst, oh, du hast aber noch was ganz Wichtiges vergessen, dann kommentier gerne, dann pinnen wir den Kommentar hier bei den YouTube-Videos an. Und dann können auch alle anderen hier unten in den Kommentaren dann sehen, ob da noch was Relevantes ist, was du bei deinem Flug in Griechenland bedenken musst. Das letzte und eben wichtigste aus meiner Sicht, zumindest wenn du legal fliegen willst, eben das Papierding, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Und wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren den Kanal und dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand der Drohnentechnik, Drohnenrechtslage und eben auch viele Erklärvideos zu Mini und auch zu größeren Spezialdrohnen, weil wir ja im Bereich Handwerks- und Industriedrohnen einer der größten Händler in Deutschland sind und eben auch den A2-Drohnenführerschein, Thermografie-Schulungen und so alles aus einer Hand anbieten. Brauche ich jetzt aber hier nicht, wenn ich auf Rhodos sitze. Von daher gucken wir uns jetzt die Genehmigung an. Und bevor wir die Genehmigung zusammen zumindest ganz grob mal durchgehen, eine Sache vorab, die ich ja ganz am Anfang gesagt habe. Das ist echt entspannter, als man denkt. Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn das bei deutschen Behörden so einfach funktionieren würde. Ich habe die Genehmigung innerhalb von 2 Stunden ungefähr bekommen. Morgens beantragt, mittags war sie schon da. Hat nichts gekostet, also super schnell, super einfach. Und ich habe extra nochmal nachgefragt bei der Behörde, weil laut EU-Recht brauche ich es ja nicht. Aber die Griechen oder die griechische Luftfahrtbehörde, die hat gesagt, okay, hier, lieber Drohnenpilot, selbst wenn du nur hobbymäßig mit deiner Mini hier irgendwie über den Stein rumheizen willst auf Griechenland, dann musst du die Genehmigung einholen. Das heißt, egal wer, hobbymäßig, kleine Drohne, vollkommen egal, sozusagen jeder von euch, der in Griechenland fliegt, sollte oder muss ich die Genehmigung einholen. Ich würde es empfehlen, weil es ist echt kein Aufwand, alle sind happy. Ich habe das Ding dabei, auch wenn mich mal ein Polizist anhält, dann meckert keiner und so. Von daher, es schadet eigentlich nicht. Und ich erkläre jetzt mal, wie das gemacht wird. Das ist wirklich, wenn du dich da hinsetzt, innerhalb von 10 Minuten gemacht. Ich würde es, wie gesagt, empfehlen. Im Endeffekt, das ist ein PDF-Vordruck. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wir scrollen jetzt sozusagen einfach mal zusammen den Vordruck durch. Das heißt, ganz am Anfang sehe ich, wo ich mich registrieren kann, wo die Gesetzgebungen erklärt sind und eben diese E-Mail-Adresse für Informationen. Mit den Kollegen habe ich natürlich auch geschrieben. Und da eben erstmal noch allgemeine Sachen auf der ersten Seite erklärt. Erstmal nicht so kritisch. Wir gehen mal auf die zweite Seite. Und da muss ich eben ankreuzen, was ich alles einreiche sozusagen, also die Registrierung der Drohne. Ich habe einfach einen Screenshot von dem LBA, von der LBA-Seite sozusagen gemacht, wo ich mich ja einloggen kann, um auch meine Drohnenführerscheine nochmal zu sehen. Also auf der Website vom LBA unten nochmal der Link, wenn du es nicht im Kopf hast. Da haben wir einen Screenshot gemacht von meiner EID-Nummer oder vielleicht reicht auch ein Foto von der Nummer auf der Drohne aus. Ich denke, reicht auch vollkommen. Und eben eins, ein A3-Schein oder A2, das eben Remote Pilot Certificate of Competency, also meine Drohnenführerscheine anhängen, jawohl, kein Problem. Versicherung bräuchte ich nicht anhängen, zumindest nicht für die Mini, weil ich es ja erst ab 4 Kilo für eben die Drohnen dann brauche oder für gewerbliche Anwendung. Und dann möchte die Behörde, dass ich eine Flight Area, also einen Flugbereich, definiere. Das ist darunter nochmal beschrieben. Das heißt, ich gehe auf der Website von der griechischen Behörde, gehe ich da einfach drauf, male da meinen Flugbereich sozusagen ein. Mach davon einen Screenshot und den Screenshot hänge ich dieser E-Mail an. Das heißt, rein rechtlich ist es so, das ist nicht eine einmalige Genehmigung, sondern es ist, wenn ich so betrachte, eine projektweise Genehmigung. Ich habe solche hier für die Fläche, wo ich gleich nochmal fliegen will, auch für die anderen Sachen, die ihr zwischendurch gesehen habt, habe ich die Genehmigung da eingeholt. Auch du musst keinen Tag oder so genau angeben, sondern ich habe wirklich jetzt in dem Fall eine Woche, wo ich jetzt nur hier bin, die ganze Woche angegeben und das ging auch ohne Probleme durch. Das heißt, ich würde vielleicht einfach eine etwas größere Ecke einzeichnen, jawohl, dort an den Stränden will ich fliegen und dann eben für 1-2 Wochen, wo du hier bist, sollte es auch kein Problem geben. Rechtlich möchten die jeden einzelnen Flug sozusagen
die Fläche bekommen haben. Was du dann machst, musst du selbst entscheiden. Aber wenn dann was passiert, dann weiß ich auch nicht, wie dann umgegangen wird. Weiß nicht, musst du dann entscheiden, was da am besten ist. Wenn jemand von euch da Erfahrung hat, guck mal hier, das hat da gar keinen interessiert oder so, dann kommentiert auch gerne. Aber rechtlich soll ich mein Fluggebiet dort jetzt eintragen und eben der E-Mail als Screenshot anhängen. Das ist wirklich schnell gemacht. Dann mache ich da 2, 3 Screenshots und raus geht das Ding. Also wirklich nichts Schwieriges. Die ganzen Erklärungen und die ganzen Links sind da eben drauf, okay. Die Website, die gucken wir uns gleich da auch nochmal an, wie die funktioniert und wie ich die Flugverbotszonen rund um Flughäfen und sowas auch sehe. Weil die gibt es natürlich auch, die hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Aber die gibt es auch, die gucken wir uns gleich natürlich in Ruhe an. Und dann trage ich einfach ein, Daten von dem Piloten, der Operator, der dann eben der Betreiber ist, weil das kann ja auch sein, dass die Firma von dass die Drohne der Firma gehört und ich als Piloten oder Pilot bin. Aber ich habe bei Operator, weil ich in dem Fall hobbymäßig unterwegs bin, same as above geschrieben. Das heißt, es ist das gleiche wie der Pilot und dann ist das auch überhaupt kein Thema. Dann Details zur Drohne, meine Seriennummer und so weiter. Jawohl, alles kein Problem. Von wann bis wann will ich fliegen? Da einmal das Datum, sage ich mal, deines Urlaubs eingeben. Wie gesagt, ich habe es auch für zig Tage gemacht, überhaupt kein Stress. Und wo ich fliegen möchte, welche Höhe ich brauche. Ich habe auch einfach 400 Fuß angegeben. Das sind ja 120 Meter Höhe ungefähr. Und da wurde da auch gar nichts nachgefragt. Kurz 1, 2 Sätze da schreiben, was ich machen möchte. Und dann war es das. Genau. Und dann schicke ich das per E-Mail an die Behörde mit den entsprechenden Anhängen und bekomme dann 2, 3, 4 Stunden später, vielleicht lieber mit 1, 2 Tagen Vorlauf, bekomme ich das Ding zurück und dann geht's los. Und dann steht hier Approved drauf, alle sind happy sozusagen und ich habe die Genehmigung, um eben auf Griechenland bzw. in der Fläche, die ich mir genehmigt habe lassen, also mein Fluggebiet, um dort eben zu fliegen. Eine ganze Insel zu markieren, wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe es ehrlicherweise aber auch nicht probiert. Kann ja jemand von euch gerne testen. Sondern versuch einfach nur eine Ecke zu markieren, wo du fliegen willst. Oder dann eben mehrere Flächen und dann hat da auch keiner Stress mit. Die sollen dann, es steht alles drin, als Einzelanträge gemacht werden. Das heißt, ich schicke einfach 4 E-Mails dahin mit meinen 4 Flächen, meinen 4, sag ich mal, Umgebungen, wo ich fliegen möchte. Und dann ist alles gut. Neben dem, dass ich mir die Genehmigung einholen muss, gibt es noch eine weitere gefährliche Sache hier auf der App, die wir uns jetzt zusammen angucken, nämlich eine Kartenansicht, wo ich meine ganzen Kontrollzonen rund um Flugplätze und Flughäfen, Verkehrsflughäfen und sowas, Heliports drumherum eingezeichnet habe. Und wenn ich jetzt hier ranzoome, ich sehe zum Beispiel unten rechts, sehe jetzt meine Drohnenposition, beziehungsweise in dem Fall mich als Position und sehe dann hier auf Rhodos, dass zum Glück ein Großteil der Insel entspannt ist, wo ich dann gut fliegen kann, aber der nördliche Bereich, wo er eben Rhodos City sozusagen ist, also eben meine Heliports sind da als Kreis eingezeichnet, das sieht man jetzt ganz gut und eben die Umgebung rund um den Flughafen mit zig Kilometer Radius und dadurch gibt es halt einen großen Bereich, in dem ich nicht fliegen dürfte oder es erlaubnispflichtig ist. Also so oder so muss ich dann eben die Fläche als Genehmigung einreichen. Dann bekomme ich die Kontaktdaten normalerweise zur Flugsicherung und dann kann ich dann mit denen, also zum Flugplatz, Flughafen, da kann ich mit den Kollegen das dann abstimmen. Aber hier auf Rhodos erstmal sonst alles relativ entspannt. Ich muss ein bisschen auf militärische Anlagen noch aufpassen. Die sind auf der Karte aber nicht verzeichnet. Wenn ich jetzt aber auf andere Inseln gehe, jetzt als Beispiel, was holen wir das da raus? Eigentlich egal, welche Insel wir hier nehmen, dann sehe ich hier ganz oft, gucken wir einfach hier jetzt mal ein bisschen näher dran, dass eben die Insel, also in dem Fall müsste es dann Santorini sein, da habe ich nämlich auch, weil ich vor ein paar Jahren habe ich die Drohne nicht eingepackt, weil ich wusste, dass es schwierig ist, eigentlich die komplette Insel bis auf diesen südlichen Zipfel Flugverbot ist. Da fliegen jeden Tag Drohnen rum, interessiert halt keinen. Nur wenn was passiert oder so oder mich die Polizei packt, dann ist es zumindest vielleicht nicht so gut. Und das Gleiche gilt für die meisten anderen Inseln auch, also speziell hier, wenn ich jetzt hier oben die kleinen Inseln nehme, dann habe ich halt Heliports oder so und schon kann ich fast nirgendwo fliegen. Also Inseln ist nicht ganz einfach, guck dir einfach deine Insel im Vorfeld an, den Link packen wir auch natürlich in die Videobeschreibung und jetzt beispielsweise Athen. Sieht halt schrecklich aus. Ne? Also da muss man ehrlicherweise sagen, das ist ja noch in Deutschland einfach von der Rechtslage. Da ist halt irgendwie alles gelb, also in dem Fall sozusagen dann rot, also dann Flugverbotszone. Müsste ich für alles so oder so Erlaubnis einholen. Zum Teil geht es aber auch relativ einfach. Aber sobald ich hier weiter oben auf dem Festland bin, dann wird es natürlich auch entspannter.
Aber ebenso die Ballungsgebiete, die Städte sind dadurch halt einfach schwierig mit der Drohne zu fliegen. Oder ich habe immer einzelnen Aufwand für die Genehmigung, die Abstimmung mit dem Flughafen und sowas. Da haben die wenigsten von euch im Urlaub Lust drauf. Das heißt, ich persönlich habe da auch keine Lust drauf. Dementsprechend, ich fliege einfach mitten irgendwo auf dem Feld, beziehungsweise hier eher über den Stein, dann sozusagen auf Griechenland. Und habe dann da trotzdem schöne Aufnahmen im Kasten und muss da jetzt nicht irgendwie im Urlaub auch noch da minutenlang, stundenlang mich damit beschäftigen. Ne? Also wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Aber denkt einfach dran, man sieht es hier jetzt schön in der Karte. Es ist eine größere Fläche sozusagen für die Heliports und Flughäfen als Flugverbot definiert, als eigentlich in den meisten anderen Ländern. Und es gibt auch keine Regelung hier in Griechenland, du darfst bis 50 Meter Höhe fliegen oder so. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich habe extra mit der Behörde, wie gesagt, nochmal ausführlich geschrieben. Und da gab es jetzt nichts Spezielles, was man auch als Drohnenpilot anwenden kann. Pünktlich zum Ende des Videos geht die Sonne auf, weil ich wollte jetzt gleich mit der Mini noch ein paar romantische Aufnahmen machen, die wir auch hier natürlich dann einblenden können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Viel Spaß, wenn du auf Griechenland bist und mit deiner Drohne hier rumheizen willst. Und ansonsten gerne, wie gesagt, abonnieren, dabei bleiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss!